Hi, herzlich willkommen und ich grüße dich zu der ersten Folge Public BGs. Und im Hintergrund siehst du es schon, es gibt einen Zusammenschnitt aus den lustigsten, besten Kills, whatever. Siehst hier einfach an und ich muss sagen, der erste Abend war richtig genial, hat mir richtig Spaß gemacht und den anderen auch, wie ich es vernommen hatte. Also wäre auch cool, wenn du das nächste Mal dabei sein magst, melde dich einfach bei mir. Das nächste Public BG Runde wird am 4. Juni sein, 20 Uhr wird's losgehen. Melde dich kurz vorher bei mir. Wenn du mein Battletech nicht weißt, dann schreib mir einfach eine Nachricht. Ich werde dir dann auf jeden Fall schicken. Dann kannst du mich in deine Friendslist adden und kannst dich dann eben bei mir melden. Ja, ich möchte das Ganze jetzt natürlich verknüpfen mit: Wie toll war WoW Classic oder auch nett? Tja. Denn gibt vielleicht einige Fakten, wenn du erst später dazugekommen bist zu World of Warcraft, die das so gar nicht weißt, die aber trotzdem recht lustig sind zu wissen. Ich habe mir mal im Internet auf ein paar Seiten eben ein paar Sachen rausgesucht, plus das, was ich so aus meinem Gedächtnis noch weiß, was natürlich ein bisschen lückenhaft ist, muss ich zugeben. Aber werde ich dir jetzt einfach mal ein paar Punkte aufzählen, warum WoW Classic so toll war oder auch nicht. Zu WoW Classic waren 6 bis 10 Stunden andauernde Kämpfe im Eldrack-Tal keine Seltenheit. Und ich kann mich auch wirklich selbst noch dran erinnern, wenn ich morgens Eldrack wirklich einen Invite hatte, dann ja im Eldrack eben gespielt habe und irgendwann gelieft und abends bist du wirklich ins selbe BG gekommen und es war noch nicht entschieden, wer wirklich gewonnen hatte. Und manchmal hat es sogar das Pech, dass am nächsten Tag das BG immer noch gelaufen ist, gerade am Wochenende zum Beispiel. Und da fällt mir noch gerade eine andere Randinfo ein. Früher, als du in den Battleground gejoint bist, hattest nicht automatisch eine Gruppe. Das heißt, du warst da allein. Auch im Eldrack, in Warzone, in der Kriegshymnenschlucht oder im Arathi-Becken. Die drei gab es ja damals früher nur. Und musstest quasi um einen Gruppeninvite betteln. Und da gab es mitunter auch verschiedene Gruppen. Das heißt, es war nicht nur eine Gruppe auf, sondern mehrere. Also richtig tricky das Ganze. Und ja, nächster Punkt. Mit Stufe 60 hatte der Durchschnittsspieler mit epischer Ausrüstung gerade mal 4000 Lebenspunkte und 6000 Mana. Ein Tank brachte es voll gebufft auf ungefähr 8000 Lebenspunkte. Plus minus ein bisschen was. Allerdings, ja, die mehr Lebenspunkte hatten, waren dann wirklich schon quasi Hardcore-Raider. Und das in Assoziation quasi zu setzen mit den Lebenspunkten, die man heute hat, ist wirklich eigentlich eine krasse Geschichte. Nächster Punkt. Wurden Begleitern von Jägern in WoW Classic von anderen Spielern als dem Jäger selbst wiederbelebt, bekamen sie die Wiederbelebungskrankheit. Sehr lollig, also waren dann wirklich so nichts mehr zu gebrauchen. Aber früher fand ich zumindest die Begleiter von Jägern wesentlich besser gemacht. Man musste sich um Begleiter kümmern. Denn Begleiter hatten eine bestimmte Stimmung. Je nachdem, mit was du sie gefüttert hast und wie oft du sie gefüttert hast, hatten sie entweder gute Laune oder schlechte Laune. Und wenn sie eine gute Laune hatten, ich erinnere mich noch an das grüne Smiley-Gesicht im Begleiter quasi Unit Frame im Begleiterfenster, dann haben sie mehr Schaden ausgeteilt, ich glaube, sie hatten auch mehr Hitpoints und ja, wenn du ein Pet schlecht behandelt hast, dann konntest du ja auch abhauen und wollt nichts mehr von dir wissen und dann war es mit dem Pet. Nächster Punkt, mit Patch 1.05 wurden Eldrack-Tal und Kriegshimmelschlucht eingeführt. Allerdings konntest du dich nicht wie heute einfach, egal wo du stehst, dafür anmelden, sondern du musstest wirklich zum Eingang des Battleground-Instanzportals begeben, was zum einen natürlich im Brachland liegt für die Kriegshymnenschlucht bei der Horde und zum anderen Eldrack-Tal liegt natürlich im Eldrack-Gebirge für beide Fraktionen. Da musst du wirklich hin und dich dann ja so quasi anmelden. Später wurden dann noch NPCs eingeführt, die du einfach anquatschen musstest, für die du dich für das jeweilige BG eben anmelden kannst. Und damit wurde es dann doch ein bisschen einfacher. Nächster Punkt, Trollfrauen blinzeln nie. Ist dir schon aufgefallen? Ne, glaube ich nicht, mir auch nicht. Auktionshäuser, nächster Punkt. Auktionshäuser waren früher getrennt. Das heißt, wenn du jetzt als Hordespieler in dem Auktionshaus in Donnerfels was eingestellt hast, hat es der in Okremar nicht gesehen, da der ja das AHA im Okremar hat. War eine sehr, sehr ärgerliche Sache eigentlich. Und dann wurden mit einem Patch eben alle Auktionshäuser rausgepatcht, außer
das in der jeweiligen Hauptstadt, eben Okrima für die Horde zum Beispiel. Und ja, später wurden sie dann verbunden, die anderen wurden wieder mit dazu gepatcht quasi. Und damit gab es das Aha, wie es jetzt auch natürlich nach wie vor gibt. Krieger in einem Patch in WoW Classic kam es zu einem folgenschweren Bug. Und Krieger bekam einen Talentpunkt mehr als andere Klassen. Damit konnte man dann 21-0 skillen, für die, ja, denen das noch was sagt. Ähnlich wie quasi der Lich King oder Kata Talentbaum. Und damals waren sie natürlich durch den Talentpunkt mehr, vor allen Dingen, da es sich meistens um ein Schlüsseltalent handelte, abartig stark und konnten richtig krass viel Schaden austeilen. Stoffklassen, früher Alpha ist natürlich früh in der Alpha-Version von World of Warcraft und in der frühen Beta gab es nur zwei Stoffklassen, das waren Magier und Priester, denn Hexenmeister trugen damals noch Leder, irgendwann wurde es leider geändert, denn sonst hätten wir heute auch Hexenmeister in Lederrüstung, wäre vielleicht ganz cool, vielleicht aber auch nicht, wer weiß das schon, und ja, wurde irgendwann geändert, jetzt tragen auch Hexer Stoff.